Gut, wir legen eine Funkspurleine verlegen bei uns hier in die Tiefgarage, wo wir absolut keine Verbindung haben mit unseren Funkgeräten, raus. Gut, jetzt tun wir die Funkspurleine verbinden mit unserem Funkgerät. Für da muss noch die Antenne wegnehmen und das Anschlussstück dort rein machen, wo sonst die Antenne ist. Die Leine wird angemacht um einen Fixpunkt herum. Die Besonderheit an dieser Leine ist, dort wo drei aneinanderfolgende Kugeln drin sind, geht es rein. Und auf die andere Seite, dort wo es nach dem Abstand eine Kugel kommt, geht es wieder raus. Also hier an der Leine, links und rechts von der Leine, haben wir ca. einen Meter, wo wir Verbindung haben nach Hause mit unseren Funkgeräten. Wenn wir vorgehen zum Sack, haben wir hier beim Sack vorne ca. 15 Meter vorne und leicht schräg raus, wo wir auch Verbindung haben. Gut. Anders wie mit den normalen Führungsleinen im Atemschutz, wo wir ja eigentlich binden, auf Hüfthöhe fixieren irgendwo, sollte man das mit einer Funkspurleine nicht machen. Weil da innen haben wir ein feines Drötchen, das Antennenkabel, und wenn wir da zweimal einen Knopf am gleichen Ort machen, kann uns das Drötchen brechen und dann können wir die Funkspurleine noch brauchen als normale Führungsleine.